deswegen die unterschiedliche, beziehungsweise alle paar Jahre tauscht man das Holzhaxel aus, den Aufprall des Körpers zu dämpfen. Wenn ein Kind von der Höhe runterfällt, lässt man Kinder nicht spielen mit Altreifen. Die Idee, überhaupt Altreifen dafür zu benutzen, verbietet sich für mich eigentlich schon von selbst, weil hier in Deutschland wird ja eher so Holz oder Kork oder sowas genommen. Also auch was Weiches, aber eine natürliche Materialie und kein... Es ist zu vermeiden, dass schädliche Chemikalien auf Spielplätzen verbaut werden, weil die Kinder sind noch sehr klein, sie sind sehr jung.